Hallo Leute, ich bin der Bert und heute geht's wieder raus in die Wildnis. Thema heute, die Wasserfilter, die ich auf meinen Touren dabei habe. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Draußen unterwegs zu sein ist immer genial und wenn es dann lange dauert und man Durst kriegt, dann kann es schon mal sein, dass die Trinkvorräte schon ausgegangen sind. Idealerweise habe ich dann meinen Wasserfilter dabei. Und der Wasserfilter hilft mir auch, aus Bächen und Flüssen zu trinken, die augenscheinlich nicht so sauber und klar sind, wie sie vielleicht den Anschein machen. Ich zeige euch jetzt eine kurze Übersicht. Hier habt ihr eine Übersicht über die Filter, die ich dabei habe und die Trinkblase. Zuerst der Sawyer Mini. Der ist wirklich, wirklich mini, also so handflächengroß. Und der Vorteil vom Sawyer ist, ihr könnt ihn auf eine PET-Flasche schrauben mit diesem Gewinde und ihr könnt ihn auch hier am Trinksystem befestigen und aufgenommenes Wasser direkt aus dem Filter trinken. Wenn ihr euch den Sawyer leistet, kommt dazu so ein Squeeze-Pack. Die lassen sich wirklich ganz mini klein machen und in Combo gut verwenden, um auch Wasser für unterwegs mitzunehmen. Dieses Package ist wirklich minimal. Das ist für jeden Wanderer und Outdoor-Freund eine gute Investition. Und das ist safe. Dann funktioniert sehr einfach. Wenn ihr keinen Bock habt auf dieses Squeeze-System, dann könnt ihr genauso gut her und von einer Trinkblase den Trinkverschluss runternehmen. Der ist nur gesteckt und den dran stecken. Ja? Also hier direkt dran. Ja? Alles klar? Und jetzt geht das so genauso. Ja. Funktioniert super. In dem Fall ist halt so, hier kann man auf und zu schließen und da schließt dann nur. Das zweite Teil, was ich immer gern dabei habe, ist der Livestream. Das ist wie ein Strohhalm. Ja, mit dem könnt ihr direkt aus dem Wasser trinken, hier öffnen, das Teil ins Wasser halten, unten noch öffnen und dann einfach so aus dem Fluss trinken oder aus der Lacke. Egal, auch filtert Bakterien, Viren, Parasiten, genauso wie der Sawyer. Warum habe ich jetzt zwei mit? Reicht nicht einer auch? Ja und nein. Also für mich reicht einer nicht, weil einer kann immer kaputt gehen. Vielleicht falle ich hin und falle genau auf das Teil, das ist zerbrochen, dann habe ich noch das zweite mit. Außerdem gibt es auch noch die Gefahr, und das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil ich mache da ein Produktreview und das soll schon auch die Schwächen aufzeigen. Bei diesen Teilen kann es natürlich sein, bei Wetterumschwüngen oder besonders bei besonderer Kälte, ja, bei Kälte ist schon vorkommen, dass die innen brechen. Und das sieht man aber von außen nicht. Ja. Und dann kann es sein, dass du trotzdem Durchfall bekommst mit diesen Filtersystem. Das ist wirklich die Gefahr von so einem Filtersystem. Wenn ihr aus den Filtersystemen trinkt und die sind innen gebrochen, dann kann es wirklich sein, dass ihr trotzdem Durchfall kriegt. Ja? Ein gutes Hausmittel, wenn ihr draußen unterwegs seid, gegen Durchfall ist Kohle. Also vielleicht direkt vom Lagerfeuer, wenn ihr die Möglichkeit wo habt, ein bisschen Kohle mampfen und das hilft auch gegen akuten, massiven Durchfall. Bis ihr natürlich medizinische Versorgung bekommt, ja, oder Durchfallmedikamente erhaltet. Idealerweise hat man das in der Reiseapotheke dabei. Wenn ihr jetzt die Trinkblase über euren Rucksack einfüllt, ist natürlich das Problem, dass der jetzt rausrinnt. Ne? Jetzt einfach nur knicken, durchfädeln, anbringen wie gewünscht und dann am Ende den Filter draufstecken. Das Ganze dann noch adjustieren.
dann ist der Filter für euch direkt immer trinkbereit. Okay Leute, so schaut das Setup dann aus, wenn ihr es am Rucksack befestigt habt, raus aus der Klemme, rein in den Mund, funktioniert dann los und ihr seid safe auf eurer Tour. Ich hoffe, ihr konntet das mit dem Video anfangen, hattet genauso viel Spaß wie ich und schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Stay wild.